Heute machen wir das Ganze unter dem Motto Plant the Future. Ich glaube, wir tun alle gut daran, sozusagen über das, was wir tagtäglich sehen und denken und beobachten, hinauszuschauen. Dann habe ich das Ganze von Grund auf einmal neu gedacht und habe mir zum Ziel gesetzt, wie können wir das hinkriegen, den Preis mehr als zu halbieren, trotzdem ein Produkt mit einer hohen Qualität hinzukriegen. Diese Komplexität, der müssen wir uns auch bewusst sein und müssen wir auch versuchen, die Kunden besser zu verstehen und aufzubauen. Und nicht immer zu glauben, ja, wir können das irgendwie alles nach Schema F irgendwie machen, das funktioniert langfristig nicht in einem Ökosystem. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Meet My Green Plus One. Was passiert hier genau? Wir laden wie immer eine besonders inspirierende Persönlichkeit aus unserem Netzwerk ein und bitten sie, eine Person mitzubringen, die sie besonders nachhaltig beeindruckt hat. Heute machen wir das Ganze unter dem Motto Plant the Future. Und dieses Mal freue ich mich ganz besonders, weil wir nämlich einen Aussteller bei uns haben und auch jemanden, den wir besonders intensiv nutzen, beziehungsweise das Produkt, was er herstellt. Und ich freue mich sehr, dass Konradin Castell, CEO und Founder von Mute Labs, heute dabei ist. Und Konradin, es wäre klasse, wenn du dich einmal kurz vorstellst. Gerne. Schön, dass das alles klappt. Konradin Castell, ursprünglich mal aus München, jetzt schon seit über 10 Jahren in Berlin. Ich bin der Gründer von Mute Labs. Wir machen schallisolierte Telefonboxen für Büros, made in Germany, nachhaltig produziert, also nachhaltige Materialien und Preisführer. Eine Kombination, die etwas schwer zu erreichen ist, aber das haben wir hingekriegt. Ich kann ja nachher noch mehr dazu erzählen. Und halt's kurz. Super. Und Konradin, wen hast du uns heute mitgebracht und warum? Ich habe mitgebracht, ihr habt ja gesagt, jemand, der einen in Sachen Nachhaltigkeit inspiriert hat. Da musste ich nicht lange nachdenken und habe den Benny Bösel mitgebracht. Wir kennen uns schon länger, als ich in Berlin bin. Ich glaube, 15 Jahre, über 15 Jahre. Und Benny in den dunklen Zeiten seines Lebens war einmal Investmentbanker und ist inzwischen Landwirt. Bitte? Auf der grünen Seite. Und ist inzwischen Landwirt, aber nicht irgendein Landwirt, sondern er hat Gut und Böse gegründet, ungefähr eine Stunde östlich von Berlin bei Frankfurt-Oder. Und hat da und beschäftigt sich da mit nachhaltiger Landwirtschaft und nicht nur Bio, sondern noch viel weiter gedacht, also regenerative Anbaumethoden mit. Also so klassischerweise erntet man ja einmal im Jahr und auch nur auf einer Ebene. Benny mit seinem Team experimentiert da wirklich mit ganz neuen Sachen, wo über den Feldern noch Bäume wachsen und oben wird irgendwie Obst geerntet, unten Weizen und so weiter. Das kann er nachher selber erzählen, aber das ist ein ziemlich beeindruckendes, inspirierendes Projekt, also nicht nur ein Projekt, sondern es ist ein richtig großer Betrieb mit 1000 Hektar Landwirtschaft und 2000 Hektar Forstwirtschaft und das kann er selber mit Sicherheit noch sehr viel besser erklären als ich, aber deswegen ist er hier. Genau, herzlich willkommen, Benny. Ich würde auch direkt mal an dich übergeben. Hast du noch was zu ergänzen? Wobei ich finde, Konradins Pitch hat schon ziemlich gut gesessen. Und beziehungsweise, woher kennt ihr euch? Das wäre dann auch nochmal spannend. Ja, unbedingt. Also zu ergänzen habe ich nichts. Das war schon ziemlich en point, muss ich sagen. Chapeau, Konradin. Ich habe auch ein bisschen geschwitzt vorher. Ja. Ich bin eigentlich gelernt hatten eigentlich. Konradin kenne ich tatsächlich. Konradin hat schon mal neben mir bei minus 40 Grad im Schnee gesessen und sozusagen überlegt, wie man es schafft, sich so im Zelt morgens umzuziehen, dass nicht das ganze gefrorene, der gefrorene Atem sozusagen einem in den Nacken fällt beim Umziehen. Das war eine Verbindung, die natürlich jahrelang anhält, wie ihr merkt. Also übersetzt heißt das, wir waren zusammen bei der Bundeswehr. Also, ich dachte gerade, wir sind den Mount Everest bestiegen. Nein. Okay, sehr cool. Dann würde ich sagen,
Wir fangen an. Das Thema ist, wie gesagt, Plan the Future, denn wir alle wissen, wir nutzen Ressourcen, wir brauchen viele Ressourcen auf und wir müssen uns einfach mehr Gedanken darüber machen, wie wir diese Ressourcen nachhaltig einsetzen. Das bedeutet, wir müssen Veränderungen in Produktion, in Konsum, in Agriculture zukünftig anders bewerten, zukünftig anders umsetzen. Und darum soll es immer so ein bisschen in unseren Antworten oder möglichst in euren Antworten gehen. Und es ist relativ easy. Ich gebe euch jeweils immer zwei Begriffe, also ein Wortpaar. Und ihr sucht euch eins aus. Es muss nicht das Gleiche sein. Das kann, jeder kann ein anderes nehmen. Und müsst uns bitte einmal kurz erklären, warum ihr diese Begrifflichkeit genutzt habt. Und wir beginnen mit out of the box or in the box. Ja. Steilvorlage, nehme ich gerne. In the box, schließlich produziere ich natürlich Telefonboxen. Und damit ihr das auch mal seht, ich sitze gerade in unserer 4-Personen-Meeting-Kabine. Jetzt kurz out of the box, aber grundsätzlich bin ich starker Verfechter von in the box. Das war ja ein Segway, meine Herren. Ja, ich schließe mich da gleich ein. Natürlich out of the box, ist ja klar. Ich glaube, wir tun alle gut daran, sozusagen über das, was wir tagtäglich sehen und denken und beobachten, hinauszuschauen, weil ich glaube, die Antworten in den meisten Fällen nicht in unserer Bubble liegen, sondern in den Bubblen der anderen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir versuchen, eben Lösungen zu finden, die nicht unmittelbar in unserem Umfeld liegen. Aber wenn wir kurz bei dir bleiben, Benni, Lösungen, die nicht unmittelbar in unserem Umfeld liegen, fängst du ja schon an umzusetzen. Wie kann ich mir denn das genau vorstellen? Also, was wir machen tatsächlich, ist jetzt eine Betriebsstunde östlich von Berlin und der ist geprägt durch sehr sandige Böden und extrem wenig Niederschlag. Das heißt, es ist grundsätzlich schwierig, hier überhaupt Nahrung oder auch im Wald am Ende des Tages zu produzieren. Und was wir eigentlich versuchen zu tun, ist, unseren Fokus auf die Bodengesundheit zu legen und die Frage, wie wir Boden aufbauen können, wie wir Humus aufbauen können, wie wir den Boden im Grunde genommen gesunden können, einfach aus der Überzeugung, dass im Grunde genommen die Frage der Landnutzung die wichtigste Frage ist der heutigen Zeit. Das heißt, alle großen Herausforderungen in Bezug auf Klimaanpassung, Biodiversität, Gesundheit, Bildung, Kultur, ländliche Entwicklung hängen unmittelbar mit der Frage der Landnutzung zusammen und wir müssen sozusagen meines Erachtens Lösungen finden, wie wir Landnutzung betreiben können, die nicht exploitativ ist. Das heißt, wir müssen Landnutzung entwickeln, die Nährstoffkreisläufe schließt, die Biodiversität aufbaut, den Boden gesundet und gleichzeitig Nahrungsmittel produziert, die eben eine besonders hohe Nährstoffdichte haben. Und das versuchen wir in unterschiedlichen Formen, einfach unter anderem aufgrund dessen, dass wenn wir mit unseren sehr schwierigen Anbauverhältnissen zeigen können, dass solche multifunktionalen, regenerativen Landnutzungssysteme ökonomisch, ökologisch und sozial vorteilhafte Vorteile bringen, dass man damit eigentlich auch eine Art Paradigmenwechsel mit einleiten kann, weil man eben sehen kann, okay, wenn es dort funktioniert, kann es eigentlich oder müsste es eigentlich fast überall auch anders funktionieren. Und das machen wir so. Konradin, jetzt weiß ich, du machst ein Produkt für in the box, aber du bist ja auch ein out of the box Denker. Es gibt ja den einen oder anderen Mitbewerber. Was unterscheidet euch und warum bist du da out of the box unterwegs? Da muss ich jetzt einmal länger ausholen. Also wir haben erstmal angefangen, oder die Idee für Telefonboxen zu machen. Da gibt es ungefähr 20 Anbieter und die gab es auch schon, bevor wir angefangen haben. Ist also gar nicht so innovativ. Aber das Erste, was mir auffiel, ist, dass die Telefonboxen, die es so gab, preislich bei 6.500 Euro anfingen. Ich habe selber eine gesucht und fand das total verrückt und konnte es auch nicht nachvollziehen. Da habe ich erstmal eine Möglichkeit gesehen. Und dann habe ich mir angeguckt, was machen die eigentlich noch alles anders. Ich habe herausgefunden, warum die so teuer sind, weil man alles anpassen kann, weil die irgendwo am anderen Ende der Welt fertigen. Das heißt dann auch, es ist besonders nachhaltig, bis das hier ist. Die sind alle die sind fast alle aus Plastik und Metall. Und dann habe ich das Ganze von Grund auf einmal neu gedacht und habe mir zum Ziel gesetzt, wie können wir das hinkriegen, den Preis mehr als zu halbieren, trotzdem ein Produkt mit einer hohen Qualität hinzukriegen,
was sich auch Startups leisten können. Das war die Ausgangsidee. Und was irgendwie nachhaltig produziert ist. Und dazu gehört für mich auch Produktion in Deutschland und oder in der Nähe. Also es ist jetzt am Ende Deutschland geworden. Polen hätte ich auch in Ordnung gefunden, aber nicht irgendwie Fernost und dann jedes Mal 250 Kilo, um einen Globus zu schippen. Ja, und das haben wir dann gemacht und haben da, also inzwischen muss ich sagen, haben wir einiges echt gut gelöst und bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Und haben eben, aber vielleicht auch noch ein bisschen out of the box so im Berliner Umfeld. Wir haben kein Funding aufgenommen dafür, sondern wir sind gebootstrapped. Und haben das damit auch recht schnell in die Profitabilität geschafft, was cool ist und was mir eben, also das ist für mich, fällt das auch in diesen unter das Stichwort Nachhaltigkeit, weil es mir den Druck nimmt, schneller zu wachsen, als ich das gut finde oder als ich das steuern kann, und eben bei allem, was ich mache, achte ich drauf, denke ich eben langfristig und das kann ich, weil ich niemanden habe, der mir sagt, ich müsste es anders machen. Sehr gut. Nächstes Wortpaar. Ich glaube, ich kenne eure beiden Antworten, aber global or local? Ich würde sagen, erst local, dann global. Also wir haben jetzt angefangen in Deutschland, wir produzieren in Deutschland. Inzwischen haben wir aber schon Showrooms auch in Österreich, Schweiz, Italien, Niederlande. Also wir erobern so langsam von Berlin aus Europa. Ich weiß nicht, ob ich jetzt die ganze Welt, ob es ganz global mal wird, weiß ich noch nicht. Aber eine gute Idee muss nicht im kleinen Lokalen bleiben, sondern ich freue mich schon auch, wenn wir da noch ein bisschen erweitern. Benni, was sagst du? Also im Grund, also grundsätzlich, wir machen ja im Bereich der Landnutzung, sprich Landwirtschaft, Forstwirtschaft, das ist ein reden wir am Ende des Tages über Ökosysteme, die sehr komplex sind, insbesondere eben standortbezogen und auch auf den jeweiligen Kontext angepasst im weitesten Sinne. Und was wir versuchen zu tun, ist, Lösungen zu finden für eine andere Form der Landnutzung. Und da ist es, glaube ich, so, dass wir schon der Meinung sind, dass es im Grunde genommen nicht die eine Lösung für jegliche Region gibt, sondern es wird halt tausende von verschiedenen Lösungen letztendlich benötigt, immer für die jeweiligen Standort- und kontextspezifischen Situationen. Nur, glaube ich, das Wichtige ist, und da kommt dann sozusagen spätestens das, die globale Perspektive ins Spiel, ist, dass das Verständnis von einem Ökosystem, die Abfolge in natürlichen Prozessen, diese Prinzipien, die sind global anwendbar. Sie sehen halt dann nur sehr anders aus. Und diese Komplexität, der müssen wir uns auch bewusst sein. Und die müssen wir auch versuchen, im Grunde besser zu verstehen und aufzubauen. Und nicht immer zu glauben, ja, wir können das irgendwie alles nach Schema F irgendwie machen, und das funktioniert langfristig nicht in einem Ökosystem. Sehr gut. Be patient or no time to lose? No time to lose, da springe ich gleich rein. Also ich meine, wir machen halt die unterschiedlichsten Formen, ne? Von Agroforst auf ca. 35 Hektar. Wir machen syntropische Landwirtschaft, die so ein bisschen aus Brasilien kommen, wo man Pflanzengesellschaften zusammenstellt, die sich gegenseitig symbiotisch im Grunde genommen im Wachstum und in der Resilienz sozusagen befähigen. Das ist also auch Agroforst, aber nochmal ein paar Schritte multifunktionaler gedacht. Wir machen das Thema ganzheitliches Weidemanagement. Wir haben Land verpachtet an ein Pärchen, die bei uns einen Marktgarten machen. Also immer die Frage, wie können wir den Boden eben aufbauen. Wir machen verschiedene Kompostierungsverfahren. Wir versuchen halt mit Firmen, mit Startups, mit anderen Teams zusammenzuarbeiten, um das ganze Thema eigentlich gesamtgesellschaftlich weiterzuentwickeln. Und mit jedem Tag habe ich das Gefühl, wir müssten eigentlich noch viel mehr machen, weil wir einfach erst am Anfang der Möglichkeiten sind. Das heißt, wir stehen eigentlich davor, die großen Schritte erst noch alle zu machen, wenn man eben auf Nature-Based Solutions zurückgreift. Denn die Natur kann im Grunde genommen alles von alleine, und wir müssen sie nur besser wieder verstehen und befähigen, das zu tun, was sie eh tut. Und du hattest gesagt, kurzweilige Antworten, kann es sein? Du, ich bin noch fasziniert. Alles gut. lass ich es mal, aber auf jeden Fall no time to lose. Definitiv. Konradin? Ja. Macht bei dir Sinn. Ja, bei mir ist so genau mittendrin. Also ich versuche bei allem, was ich mache,
so schnell wie möglich und so langsam wie nötig. Also gerade wenn man so Abwägungen treffen muss, und das müssen wir die ganze Zeit, zwischen Schnelligkeit und Qualität zum Beispiel. Das ist oft so. Also wenn wir entwickeln Produkte, wir haben, und wir entwickeln auch ständig weitere. Und wenn du da mit dem Erstbesten an den Markt gehst oder in die Produktion, dann sitzt es halt nicht. Und das, also da bin ich zum Beispiel eher langsam. Also ich gebe Gas, so viel ich kann. Aber wenn es noch nicht perfekt ist, dann überarbeiten wir es halt nochmal. Und dann das bremst einen teilweise aus. Ja, genau, deswegen sage ich immer so schnell wie möglich, aber so langsam wie nötig. Ja, wir sagen immer, we build the ship by sailing. Also von daher. Ja, das funktioniert bei mir nicht, weil wenn es einmal ausgeliefert ist, müssen die Leute zufrieden sein. Dann hat das Schiff den Hafen verlassen sozusagen. Ja, ne? Genau. Das stimmt. Sichere Planung oder Improvisierung? Die Frage habe ich schon beantwortet. Eigentlich bei dem Satz, ja, das ist richtig. Ja, also man kann viel planen, aber am Ende, gerade in einem Startup, gibt es so viele Unabwägbarkeiten, dass man, glaube ich, ständig improvisieren muss. Also ich würde sagen, auf jeden Fall Improvisierung. Ich versuche immer so viel zu planen, wie ich kann, aber 90% der Annahmen, die ich mache, stimmen dann halt nicht. Und dementsprechend ist die Improvisierung am Ende doch wichtiger als der Plan. Was war die erfolgreichste Abweichung vom Weg in diesem Jahr, in diesem schwierigen Jahr für dich, Konradin? Die erfolgreichste Abweichung vom Plan. Die findet jetzt gerade statt. Also wir hatten zum Beispiel im ersten, also ich meine, ich mache Telefonboxen für Büros und Meetingboxen für das Büro. Also letztlich das Ding, in dem ich gerade sitze, das Konzept ist, einen Meetingraum für 4 Personen auf 2,4 Quadratmeter zu schaffen. Es gibt, glaube ich, kaum ein Produkt, was schlechter geeignet ist, um es während Corona zu verkaufen. Und im ersten Lockdown, bei den Einzeltelefonzellen ist es besser, aber im ersten Lockdown hatten wir Umsatzeinbrüche von 95%. Und jetzt dementsprechend habe ich sehr ängstlich dem zweiten Lockdown entgegengesehen und habe auch dementsprechend geplant. Und ich sehe überhaupt, also ich spüre ihn überhaupt nicht. Also ganz im Gegenteil, wenn irgendwas, dann verkaufen wir im Moment mehr als vorher. Habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Freut mich aber. Also das ist definitiv die schönste Abweichung vom Plan. Benni, bei dir, schweres Jahr war es für euch. Was lief gut? Was lief gut? Also ich sag mal, in der ganzen ersten Welle haben wir mit über 30, fast 35 freiwilligen Helfern und Helferinnen über 10.000 Bäume und Sträucher gepflanzt. Das hatten wir eigentlich vor, mit so Partnern wie Dr. Bonners und Patagonia und Ecosia irgendwie zu forcieren, nur die konnten das natürlich dann nicht mehr machen, weil zu der Zeit konnte keiner irgendwie Menschen zusammenbringen. Das haben wir dann über so einen Aufruf gemacht im Internet. Und was da eben zusammenkommt, war großartig, weil einfach wirklich Menschen der unterschiedlichsten Hintergründe zusammenkamen und die halt alle mit der gleichen Vision und Hoffnung und Freude an diesem Arbeiten und den Bäumepflanzen geprägt waren. Und du eigentlich gemerkt hast, wie gesamtgesellschaftlich tatsächlich das Thema schon so viel weiter ist, als wir das in den Medien immer wahrnehmen. Also so viele Leute haben Lust, sich da einzubringen, sind interessiert an den Thematiken und dann irgendwie eine unglaubliche Freude. Und es gibt denen einfach richtig, richtig viel. Und das hat eigentlich nochmal dazu beigetragen, dass meine positive Stimmung und Hoffnung auf die Zukunft noch viel stärker geworden ist, als sie eh schon war. Von daher, diese schönen Seiten dieser grausamen Zeit waren durchaus auch merkbar. Und ich glaube auch, dass es uns irgendwie alle gefühlt mal nochmal ein Stück weiterbringt in Bezug auf, was eventuell wirklich wichtig ist und was vielleicht nicht so, gar nicht so wichtig ist. Das stimmt. Konradin, jetzt weiß ich, dass du und dein Team, also ihr verbraucht natürlich Holz. Deswegen, ich habe ein Wortpaar, was ich nicht nehme. Das ist nämlich einmal der Farmer und einmal der Holzhacker. Das wäre es nämlich im Letzteren du. Aber ihr habt auch eine Aktion
wo ihr auch Bäume pflanzen geht. Habt ihr euch da auch irgendwie kombiniert zusammen oder dass das da passiert ist? Oder? Nee, haben wir nicht. Also, jetzt habe ich ein Thema angefangen, oder? Ich habe doch gesagt, nicht darüber sprechen. Ich komme selber auch aus einer Familie von Landwirten und deswegen habe ich da habe ich das mit denen gemacht. Aber ja, wir pflanzen für jede verkaufte, für jeden verkauften Buß einen Baum. Waren ja heute sehr viele. Was wir anders machen, ist, wir machen das nicht, indem wir irgendwie einen halben Euro nach Indonesien überweisen, sondern wir ziehen uns selber die Gummistiefel an und fahren in den Wald und pflanzen die Bäume. Wir haben das jetzt im Februar diesen Jahres das erste Mal gemacht und haben da 1000 Bäume gepflanzt. Und, mit wie vielen Kollegen? Wir waren zu sechs. Oha, Benni, was sagst du da? Wie ist da die Pflanzgeschwindigkeit? Ist schon eine sportliche Angelegenheit, oder? Du meinst das bei Konradin? Ja, mit 7 Personen 1000 Bäume pflanzen? Die Frage ist, wer die gepflanzt hat, ne? Ja, wir haben die gepflanzt. Aber also ich habe ehrlich gesagt, das war ja ziemlich knackig, weil ich habe, mein Schwager hat ein Praktikum beim Benni gemacht vorher und hat da ziemlich viele Bäume gepflanzt. Und den habe ich dann halt gefragt, du, was müssen wir denn rechnen? Wir sind jetzt auch, also wir sind, die Hälfte sind Mädels, auch eher zart gebaut und um so ein Loch für so einen Baum mit einem Spaten in den Boden zu hacken, hilft Kampfgewicht auf jeden Fall. Und der meinte so, ach easy, so 2 Minuten ist total konservativ pro Baum. Und ich habe dann schon ein bisschen konservativer geplant. Und dann waren wir dabei im Wald und wir haben halt nicht irgendwie, also da muss man sich nicht vorstellen wie ein gerades Feld mit weichem Boden, sondern das waren halt irgendwie Hanglagen und du musstest die irgendwie erstmal für diese Setzlinge, die du da einpflanzt, erstmal 500 Meter den Hang hochtragen. Also 500 Meter waren es nicht, aber eine ganze Ecke tragen und das ist auch ordentlich Gewicht. Und dann die Löcher graben mit einem Spaten und alles rein und das muss man auch ordentlich machen, sonst wachsen die nicht ordentlich an und so. Also das war, wir waren 2 Tage wirklich von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang im Wald. Jeder mehrere Blasen an allen Händen und Füßen und bis auf die Haut nass, weil es krass geregnet hat. Also es war schon intensiv, aber eine alle Unwidrigkeiten mitgenommen. Ja. Aber ich nehme an, du hast ein ähnliches Gemeinschaftsgefühl empfunden, wie das Benni gerade beschrieben hat. Ja, absolut. Also es war am Anfang so nach einem halben Tag, wenn du so bis auf die Haut durchnässt bist und wenn das, also ich war schon vorher viel im Wald, aber Teile der Teammitglieder kannten das jetzt noch nicht so. Aber die fanden es am Ende alle richtig geil. Sehr cool. Dann das nächste Wortpaar. Right here or beyond? Komm, Conny. Ja. Ich wollte auch gerade dir den Ball zu spielen. Right here or beyond? Ich würde sagen right here. Also gerade kommt jetzt darauf an, ob man das örtlich oder zeitlich sieht, aber also ich finde, wenn man irgendwie was machen will und was verändern will, dann muss die Neigung, oder ist für mich die Neigung immer zum Right Here. Und ich versuche immer einfach schnell zur Aktion zu kommen oder schnell was zu machen und in Doing-Modus zu kommen. Und deswegen Right Here. Right Here, Right Now. Right Here, Right Now. Geht mir eigentlich auch so. Ich glaube, Right Here ist tatsächlich zentral. Wichtig ist das Machen. Also nicht so viel reden, sondern einfach das Machen. Und dann, finde ich, muss es halt immer von Anfang an nicht perfekt sein. Wobei Beyond ich auch nicht ganz außen vor lassen wollen würde, weil ich glaube, dass insbesondere in der heutigen Zeit, wenn du Beyond definierst in Form von, ich habe eine Firma oder ich baue eine Firma auf und ich arbeite bei einer Firma und die ist nicht nur sozusagen Profitmaximierungsgetrieben, sondern Beyond in Form von denkt auch an eine Verantwortung bezüglich der Ressourcen, der Ökologie, der sozialen Zusammenhänge, dann ist, glaube ich, genau das, was eigentlich die Nachhaltigkeit der Firma als solches erstmal für die Zukunft wahrt
Und insbesondere du dadurch eigentlich dir neue Dinge und Themen und vor allen Dingen auch ökonomische Potenziale erarbeiten kannst, indem du dich halt einsetzt für Ökologie, soziale Zusammenhänge etc. Also von dir right here beyond, right now beyond. Benni, du hast ja auch ein Projekt, was sich Beyond Farming nennt, wo du ja so Zukunftsstrukturen oder Zukunftslösungen für ökologische Land- und Forstwirtschaft unterbreitest bzw. vorstellst. Was ist kurz gesprochen bzw. kurz erklärt, was ist das? Was erwartet uns da in den nächsten 5 Jahren? Oder was muss sich ändern in den nächsten 5 Jahren? Oder sprechen wir von 25 Jahren? Also berichtige mich da gerne, ja? Eine gute Frage für eine kurze Antwort. Im Grunde genommen, was wir versuchen mit Beyond Farming eigentlich zu sagen, ist, dass wir das Narrativ insofern verändern müssen, meines Erachtens, dass wir eigentlich gesamtgesellschaftlich verstehen, dass Landwirte und Landwirtinnen die Menschen sind, und zwar die einzigen Menschen sind, die unser aller Anspruch an Klimaanpassung, Gesundheit, ländliche Entwicklung, Biodiversität etc. nachkommen können. Und wir uns eigentlich auch wieder gesamtgesellschaftlich überlegen müssen, was können wir eigentlich tun, um Landwirten und Landwirtinnen zu helfen. Heute sind es die, die sich ausgegrenzt fühlen, die sich nicht respektiert fühlen, die wohl alles falsch machen, in Anführungsstrichen. In Wirklichkeit sind es eigentlich die, die uns die Nahrung sozusagen ermöglichen und gleichzeitig irgendwie Verantwortung für die Ökosysteme übernehmen können. Das heißt, wir müssen einfach komplett dieses Narrativ verändern und Landbewirtschafter und Landbewirtschafterinnen an sozusagen die Spitze setzen und uns fragen, was wir für die tun können und nicht andersrum. Guck mal, die Nachhaltigkeit. Das war jetzt, also eigentlich geht es noch um viele andere Sachen auch, aber. Ja, aber es war ja die Idee. Also vielen Dank dafür. Konradin, Nachhaltigkeit beschäftigt dich ja schon immer. Auch dein erstes Startup, was, glaube ich, nachhaltige Babyklamotten waren. Ist das richtig, was ich erzähle? Ja. Da warst du da schon unterwegs. Was siehst du in den nächsten 10, 15 Jahren, wenn es vor allen Dingen um deine Produktion geht? Was glaubst du, wird sich im Markt ändern? Wird sich was für dich ändern? Oder sagst du, du bist schon so nachhaltig aufgestellt? Wie siehst du das? Also ich für mich ist Nachhaltigkeit eigentlich immer, also wenn ich gefragt werde, was ich mache, dann ist Nachhaltigkeit eigentlich, also hier bin ich davon jetzt abgewichen, kommt nicht im ersten Satz. Ich mache schallisolierte Telefonboxen für Büros, die für Startups bezahlbar sind. Das ist eigentlich meine Standardantwort. Und warum sage ich da, warum taucht Nachhaltigkeit da nicht auf? Weil es eigentlich für mich auch im letzten Startup eine Selbstverständlichkeit ist. Ja? Wenn ich was mache und ich oder entwickle und in meinem Fall waren das immer physische Produkte, dann ist irgendwie Nachhaltigkeit ein Given. Ja? Also, und ich finde, oder das war so jetzt im Marketing, fiel mir immer so, wenn man Nachhaltigkeit draufschreibt, dann, also jetzt vorher waren es Babybekleidung, und wenn du nachhaltige Babybodies, waren es in meinem Fall, produzierst, dann denken alle erstmal, okay, die sind bestimmt so ein bisschen braun und ein bisschen rau, wenn man die anfasst und so. Und das wollte ich eigentlich nicht. Also ich habe weiße und schlichte und ganz einfache Babybodies gemacht. Und ich will auch, also wenn du meine Telefonboxen anschaust, die sind auch nicht irgendwie, da ist jetzt nicht irgendwie die sind jetzt auch nicht braun und die sehen nicht aus wie jetzt irgendwie ein besonders nachhaltiges Produkt. Die sehen einfach aus wie eine cool designte Telefonbox. Und wenn man dann in die Fertigung und in die verwendeten Materialien guckt, aber da muss man separat hingucken, dann stellt man fest, okay, das ist alles nachhaltig. Und da hat es jemand mitgedacht von Anfang an. Aber das ist nicht so der primäre Brandclaim. Wie das jetzt, Und ich finde, in die Richtung wird es auch hoffentlich gehen, weil wenn Nachhaltigkeit immer, also Nachhaltigkeit ist in vielen Bereichen, wird das als ein Trade-off gesehen. Ja? Wenn ich jetzt irgendwie ein nachhaltiges T-Shirt, nachhaltig produziertes T-Shirt will, dann muss ich in Kauf nehmen, dass das ein bisschen im Nacken kratzt. Und das sehe ich nicht. Also ich finde, Nachhaltigkeit sollte eigentlich eher zu einem Standard werden und sollte raus aus dieser Öko-Ecke.
und einfach eine Selbstverständlichkeit sein. Und ich hoffe, in die Richtung bewegt sich das. Also ich werde das weiter so versuchen. Und ich finde eigentlich am besten, wenn man einem Produkt die Nachhaltigkeit nicht ansieht, sondern wenn sie einfach da ist. Na, und im besten Fall als gegebener Standard hingenommen wird, ja, dass genau, es eben nicht mehr zum Verkaufsargument wird. Aber wie ist das mit Kunden? Wird das aktiv angesprochen oder wird danach häufiger gefragt, als das vielleicht noch vor 3 Jahren der Fall war? Also es wird gefragt, mehr und mehr von Startups und von ein paar Konzernen, die in dem Bereich ein bisschen weiter sind. Aber ich würde sagen, 95% der Kunden fragen danach nicht. Und wir haben jetzt zum Beispiel neulich mal unser Online-Marketing ein bisschen überarbeitet und geguckt, nach was wird eigentlich gesucht. Also nach nachhaltiger Telefonbox wird nicht gesucht. Ja. Also ich glaube, es ist eher sowas, das finden die Leute gut, wenn es da ist, aber das ist ja, ist ein sekundäres Entscheidungskriterium. Benni, wie ist das bei dir? Die Nachfrage zieht an? Oder? Ja, gut, also ich meine, wir sind ja insofern erstmal ein größer ökologischer Getreideproduzent, wenn du so möchtest, und verkaufen das halt in Riesenchargen, oder Riesenchargen, so groß ist auch nicht leider, aber in einigermaßen großen Chargen, LKW. Auf LKW-Basis. Heute ist Getreide noch ein anonymisiertes Produkt. Eines der Probleme sicherlich, die man als Landwirt oder Landwirtin eben haben kann. Wenn es darum geht, dass wir jetzt schon die ersten Produkte haben aus unseren regenerativen Ackerforststreifen, aus der synthopischen Landwirtschaft, ganzheitliches Weidemanagement mit den Hühnern etc. Da ist es so, dass wir im Grunde genommen ja Produkte heute anbieten, wie Eier, wie Kartoffeln, wie Apfelsaft, solche Geschichten, die eigentlich sehr gut nachgefragt werden tatsächlich. Insbesondere, wenn wir in der Lage sind, mit den Kunden und Kundinnen auch ins Gespräch zu kommen. Ne? Also denen zu vermitteln, was das eigentlich bedeutet und was sie da in der Hand haben und warum das Lebensmittel sind und nicht irgendwas, was man halt so noch so reinstopft, um irgendwie einen Bedarf sozusagen, was das angeht, zu bedienen, sondern wirklich etwas, was mit einer Geschichte zusammen hat, was einen Zusammenhang auch mit dem Ökosystem hat, womit du auch im Grunde genommen entscheidest, wie Natur im weitesten Sinne aussehen soll. Das heißt, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir einfach die Geschichte auch erzählen können, warum was wie funktioniert und warum was wie aussieht und warum das halt nicht alles gleich groß ist, sondern ist Qualität. Und das Spannende ist eigentlich, dass auch da, glaube ich, die Menschen viel, viel weiter sind, als wir das auch aus den Medien tatsächlich immer wahrnehmen. Und das merke ich halt hier regional wie in Berlin. Die Leute kennen auch die Probleme im ländlichen Raum. Und wenn du eine Initiative hast, wo du junge Menschen begeisterst, eben Teil von zu werden und Menschen darüber sprechen, dann sind Leute total offen dafür, auch einen höheren Preis dafür zu zahlen, weil sie einfach verstehen, warum das wichtig ist. Auf jeden Fall. Und dann schmecken sie natürlich auch großartig. Sowieso, jetzt hast du sowieso ein Fan mit Bier, weil ich komme aus der Nähe von Frankfurt-Oder. Oh, und ich bin schon gleich ganz hellhörig geworden. Ja, am 13.12. ist Weihnachtsbaumverkauf. Komm gerne vorbei. Anmeldung. Am 23.11. ist Weihnachtsbaumverkauf. Nee, 23.12. Quatsch, Mensch, bin total verwirrt. 13.12. 13.12. ist Weihnachtsbaumverkauf. Konradin, wie sieht es bei dir aus? Gibt es bei dir nochmal Rabatte oder ziehst du durch? Ich gebe immer keine Rabatte. Wir haben aggressive Listenpreise und deswegen keine Rabatte. Sehr gut. Ihr Lieben, wir sind am Ende. Wollt ihr noch ein Schlussstatement geben oder irgendwas, was euch noch besonders auf dem Herzen liegt, was wo wir einfach helfen können, nochmal spread the word. Also wir wissen jetzt, 13.12., Baumverkauf, aber irgendwas, was ihr noch teilen wollt? Ja, klar, immer. Ihr seid ja das Green Tech Festival und an der Stelle ein Appell, dass die Herausforderungen der Zukunft nicht ausschließlich über Technologie gelöst werden können, sondern wir müssen Technologie als Instrument und nicht als allgemeine Sorgenbehebung verstehen, insbesondere wenn es um Landnutzung geht.
Wir müssen die natürlichen Kreisläufe wieder in Gang setzen. Wir müssen die Ökologie in den Vordergrund bringen und nicht versuchen, über Technologie die Natur weiter zu beherrschen. Ich nehme es mit, aber wir sind eine Plattform, deswegen vielen Dank dafür. Das sehen wir auf jeden Fall auch so. Es soll helfen. Technologie soll helfen, Nachhaltigkeit weiter voranzutreiben, den einen oder anderen Prozess zu erleichtern oder auch möglichst zu beschleunigen, wenn wir einfach sehen, was uns in den nächsten 10 Jahren hier sehr wahrscheinlich erwartet. Aber ich gebe dir da völlig recht, am Ende ist es ein Ökosystem, was funktionieren muss und das kann nicht alleine von Technologie gesteuert werden. Das sehe ich ähnlich. Konradin. Okay, ganz kurz. Reist weniger, telefoniert mehr, am besten eine Telefonbox. Wunderbar, dann vielen lieben Dank für eure Zeit. Das hat bald vorbeikommen. Ja, das auf jeden Fall. Das hat mega Spaß gemacht und schön, dass ihr dabei wart. Danke dir. Ciao. Bitte.